Willkommen. Vor einiger Zeit erregte eine Online-Kleinanzeige großes Aufsehen. Eine Kirche wurde dort zum Kauf angeboten. Ja, diese Form der Käufersuche hat Schlagzeilen gemacht, aber im Grunde handelt es sich doch in unserer Zeit um einen gewöhnlichen Vorgang. Angesichts von Pfarreifusionen und schwindenden Gottesdienstbesucherzahlen werden immer mehr Gotteshäuser in Deutschland wenig oder kaum noch genutzt. Man erwartet, dass die Kirche sich mittelfristig von einem Drittel ihrer Sakralgebäude trennen wird. Was aber geschieht mit den aufgegebenen Kirchengebäuden? Es wird viel darüber diskutiert, wie man Kirchen durch Umnutzung vor dem Abriss bewahren könnte, um sie als Kulturdenkmäler oder markante Punkte im Ortsbild zu erhalten. Es wird erwogen, welche Arten der Nachnutzung sowohl dem Denkmalschutz und dem besonderen Charakter der Gebäude gerecht werden, als auch der Gesellschaft nützen. Es gibt sogar eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft initiierte Gruppe, Forschungsgruppe Sakralraumtransformation. Ein interessanter Begriff. Kaum eine Rolle scheint es zu spielen, dass nach katholischem Verständnis die Kirchen geweihte Orte sind. Und das bedeutet, dass die Räume eigentlich der profanen Nutzung und damit auch der profanen Nützlichkeitserwägung prinzipiell entzogen sind. Eine Profanierung oder Entweihung einer Kirche ist zwar kirchenrechtlich möglich, aber wünschen tut sich das doch keiner. Was einmal der Gottesverehrung gewidmet war, soll idealerweise keinem anderen Zweck mehr dienen. Man kann natürlich dagegen sagen, dass es kaum realistisch ist. Woher soll das Geld kommen für den Erhalt von Immobilien, die keinen regelrechten Nutzen mehr haben? Ja, trotzdem sollten wir daran denken, dass das Gebet Berge versetzen kann. Ja, wer nicht mehr mit dem Gebet rechnet, der rechnet auch mit anderen Dingen nicht, die von Gott kommen. Ja, vielleicht muss eine Lösung herbeigebetet werden. Ja, es könnte auf der Hand liegen, nach Umnutzungen für Kirchen zu rufen, sie als Sakralräume zu erhalten, als Orte der Gottesverehrung. Wo nicht mehr regelmäßig die heilige Messe gefeiert wird, sollte Raum geschaffen werden für die ewige Anbetung, für Andachten, für Stundengebet, für Rosenkranz, für Lobpreis. Ja, der Ortsgemeinde fällt eine immense Verantwortung für ihre Kirche zu. Kirchen als Orte der Stille und als Orte des persönlichen Gebetes sollten so lange wie möglich offen gehalten werden. Wo nicht einmal das geschieht, stirbt eine Kirche aber von innen heraus. Und Profanierung, Verkauf oder Abriss sind dann nur noch die äußere Konsequenz dieser traurigen Entwicklung. Ich lade Sie ein, für Ihre Kirche zu sorgen, damit die Kirche im Dorf bleibt. Gottes Segen für Ihren Sonntag. Ausschlussamen. Halleluja.